Dominik, heute kam alles zusammen, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Es war ein packendes, geiles, auf gut Deutsch, Spiel. Es war, wie soll ich sagen, spannend. Aber wir haben relativ kurz vor der Halbzeit, Gott sei Dank, 1-0 gemacht. Das war gut für uns. Und dann sind wir die Halbzeitpause. Und dann haben wir uns halt für die zweite Halbzeit uns was vorgenommen. Das sind wir auch gut umgeändert, kann man sagen, was der Trainer zu uns gesagt hat. Und es hat funktioniert gegen Eschlebrunn. Dafür, dass es ein ziemlich attraktives Spitzenspiel war, das ihr für euch entschieden habt gegen deinen Ex-Verein, wirkst du ziemlich kühl, muss ich sagen. Ja, was heißt kühl? Ich war geil drauf, kann man sagen, auf das Spiel, die ganze Woche. Und klar, zwei Tore gegen meinen Ex-Verein war gut für mich, schlecht für die. Und ja, jetzt stehen wir halt gut da und können am Sonntag gegen Dietlinge Meister perfekt machen. Wie hast du die beiden Tore gemacht? Gut, das erste war klasse von Paul vorgelegt mit der Hacke. Ich habe nur noch einschieben müssen. Das zweite war, wie soll ich sagen, es war, ich würde sagen, von meiner Sicht war es eher die Brust. Natürlich, Eschlebrunn ärgert sich, wahrscheinlich haben sie gesehen die Hand, aber ich glaube, jeder kennt mich als Spieler hier im Bader, dass ich, glaube, der fairste Spieler bin. Und ich würde es sofort zugeben, wenn es Hand wäre, aber es war nicht so. Deine Ex-Verein, du bist ja in der Winterpause hier zum ersten FC Ersingen von FV Eschlebrunn gekommen. Das hat ja sicherlich eine besondere Bedeutung gehabt heute. Ja, klar. Wie gesagt, Eschlebrunn war richtig eine gute Mannschaft. Auch von menschlicher war auch super. Aber das ein und andere habe ich mir halt anders überlegt. Und wie gesagt, hier gibt es auch super Jungs, geile Mannschaft. Ich kann mich nicht beschweren hier. Mir gefällt es hier. Und mal schauen, was noch die Zukunft hergibt. Du hast gesagt, nächste Woche gegen Dietlingen, die im Abstiegskampf stecken, könnt ihr den Meister perfekt machen. Was meint ihr, wie es euch gelingen wird? Gut, bei Dietlingen geht es auch um den Abstieg. Ich glaube, die wäre sich nicht hineinstellen. Ich glaube, die wäre uns auch ordentlich attackieren wahrscheinlich. Gut, wir können befreit aufspielen eigentlich mit dem Sieg heutigen Sieg. Und gut, wenn wir siegen dort, sind wir aufgestiegen. Und natürlich, Dietlinge ist eine gute Mannschaft. Ich habe selber in Dietlinge früher gespielt, 5 Jahre lang. Ich weiß, was die können. Kämpferisch, spielerisch. Es wird eine spannende Partie auf jeden Fall. Ist es noch zu früh zum Feiern? Ja, was heißt feiern? Vorfreude. Ja, Vorfreude, würde ich sagen. Dominik, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön, gleichfalls.